Hallo und herzlich willkommen zu Handwerk erzählt, zwischen Tradition und Zukunft, einem Podcast von Rohnstock Biografien. Rohnstock Biografien ist das Unternehmen aus Berlin, das Lebensgeschichten, Familiengeschichten und Firmengeschichten aufschreibt und in Erzählsalons, einem Format, das wir entwickelt haben, den Erfahrungsaustausch fördert. Ich bin Nepomuk Rohnstock, eine der Moderatorinnen dieses Erzählprojekts. In den letzten 2 Jahren luden wir HandwerkerInnen zu insgesamt 30 Erzählsalons in Thüringen und Sachsen ein. Unterstützt hat das Projekt der Bundesbeauftragte für die neuen Länder. Die Teilnehmenden baten wir, zu erzählen von ihrer Leidenschaft für ihren Beruf, wie sie Meisterinnen ihres Faches geworden sind und von ihren Sorgen und Wünschen. Die Aufnahmen stammen aus dem letzten Jahr. Etwa 130 HandwerkerInnen sind unserer Einladung gefolgt. Circa 100 dieser Erzählungen haben wir aufgeschrieben. Jetzt hörst du Handwerksgeschichten aus der sächsischen Stadt Annaberg-Buchholz, die vor allem für ihr Kunsthandwerk bekannt ist. Die Spuren des Drechselns, Schmiedens, Gravierens und Klöppelns prägen bis heute das Bild der Stadt, sowie der gesamten Region. Drehen und Kreuzen von Fäden ist das Grundprinzip des Klöppelns, sagt Manuela Fischer, die eine Klöppelschule in Annaberg-Buchholz leitet. Dort wird schon seit 1561 geklöppelt. Nicht umsonst ist der Ort als die Wiege des Spitzenklöppelns bekannt. Manuela Fischers Wunsch, die Nachfolgegeneration und internationale Gäste für ihr Handwerk zu begeistern. So bringt sie Kindern und Erwachsenen zu Zirkeln zusammen, um traditionelle Spitze und moderne Technik zu fertigen. Sie selbst kam bereits im Alter von 5 Jahren mit den Spitzenkunstwerken in Berührung. Viel Spaß beim Zuhören. Manuela Fischer. Ich bin keine Handwerksmeisterin. Ich bin Leiterin der Klöppelschule. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie das jetzt nicht wissen, was das ist, Klöppeln. Ich weiß, dass das Klöppelspitze macht und Klöppelspitze ist sehr toll. Das macht es, ja, ist richtig. Mehr weiß ich nicht. Also es ist speziell, sage ich jetzt mal, es gibt 2 Schienen, die ich eigentlich vor in der Klöppelschule. Zum einen bilde ich das aus, also ich habe 2 Gruppen mit Kindern, denen ich das lerne. Ich habe 4 Gruppen mit Erwachsenen. Mhm. Ich habe aktuell Klöppelurlauber da. Also das heißt, die Frauen, meistens Frauen, kommen aus ganz Deutschland, machen eine Woche Urlaub an der Buchholz und lernen dann so ganz nebenbei 4 Stunden täglich mindestens das Klöppeln. Dann bieten wir halt noch so für Schüler Projekte an. Ich biete 9-mal im Jahr einen kreativen Sonnabend an. Also das heißt, ich sorge dafür, dass auch historische Klöppelspitzen nicht verloren gehen. Also das Klöppeln ist schon sehr alt. Das gibt es in Annaberg nachweislich seit 1561. Also wir hatten Jubiläum 2016. Ja, also bei mir ist es so, ich habe mit 5 Jahren habe ich meine Freundin mit in so eine Klöppelgruppe genommen. Das weiß ich auch noch wie heute. Mich hat es einfach fasziniert, dieses Klappern der Klöppel. Also die Klöppel bestehen aus Holz. Es hat natürlich eine gewisse Geräuschkulisse. Und dann haben wir runde Nadeln gestrickt. Und so mit 5 Jahren fand ich das sehr, sehr toll, diese bunten Nadeln. Und das war eigentlich so, als hätte mich das von da ab so gefangen genommen. Und als ich mit der Schule fertig war, hat mir jemand erzählt, da gibt es eine neue Berufsausbildung. Mhm. Weltweit das erste Mal. Das war 82, ist schon eine Weile her. Und da wurden erstmals weltweit Handklöpper ausgebildet. So einfach, damit diese Tradition nicht ausstirbt. So, und da habe ich mich beworben, bin auch angenommen worden. Und das war praktisch mein Werdegang. Also der sprichwörtliche rote Faden zieht sich eigentlich, seit ich 5 bin, durch mein. Also ich klöppel jetzt schon 49 Jahre. Bin jetzt 20 Jahre in dieser Klöppelschule. Ja, und ich muss sagen, es ist was ganz, ganz Tolles, wenn man was man selber gerne macht, erstens zum Beruf machen kann und zweitens das auch anderen weitergeben kann, also speziell auch Kindern. Mit den Kindern ist es auch eigentlich mein Hauptaugenmerk. Also es sitzt ein junger Mann vorne, dessen Tochter hatte ich, die hat da auch ganz tolle Sachen mitgemacht. Wir klöppeln sogar für Modenschauen mit den Kindern, also bei uns gibt es eine spezielle Traditionsveranstaltung, die Annaberger Klöppeltage, die jährt sich dieses Jahr zum 30. Mal.
Und es gab auch, es gibt es nicht mehr, dieses Amt einer Klöppelkönigin und das durfte ich auch 6 Jahre lang sein. Also speziell dann das Klöppeln in anderen Orten, in anderen Ländern auftreten. Das ist eigentlich mein Lebensinhalt. Ich sage immer bloß, ich kann bloß klöppeln, aber das ist vielleicht kein Sohn. Das hört sich so an, als könnte sie das sehr, sehr gut. Ja, also ich mache es ja gerne und das ist toll. Und wie genau funktioniert Klöppeln? Klöppeln ist ganz schnell erklärt, das habe ich in 5 Sekunden erklärt. Das besteht aus 2 Bewegungen. Man dreht die Klöppel, das heißt von rechts nach links, oder man kreuzt von links nach rechts. Mhm. Das war's schon. Okay, Sie müssen das noch ein bisschen genauer machen, weil das habe ich. Also es gibt. Das geht nicht genau. Das ist wirklich alles. Also es gibt 2 Holz. Also man hat immer, mal vorausgesagt, man hat immer, man muss immer eine gerade Zahl von Fäden haben. Also es gehören immer 2 Klöppel wie ein Klöppelpaar zusammen, wie ein Paar, wie im Leben. Es ist immer ein paar Klöppel gehört zusammen und da braucht man mindestens immer 2. Und dann ist es so vergleichbar mit Weben? Zum Teil. Es gibt ein Muster, das heißt Leinenschlag, also wie Stoff. Also wir hauen nicht, ja? Also wenn wir von Schlägen sprechen, hauen wir nicht. Also wir sind, also hauen ist bei uns hier so Ohrfeige. Okay. Ich bin mich ganz vorgegangen. Nee, also. Klöppeln könnte man so sagen, es ist eine Art Flechten. Es ist daraus entstanden, vor eben im 16. Jahrhundert. Früher wurden Stoffe genäht und da wurden diese Schussfäden immer als Fransen. Das sieht man manchmal auf so ganz alten Bildern. Mhm. Das war wahrscheinlich den Leuten auch irgendwann, das nicht mehr gefallen. Und da haben die angefangen, diese Fransen zu verzieren, indem sie aneinander geknüpft haben. Und irgendwann haben sie wenn man das ein bisschen verdreht und so und da was ranhängt, damit man das schöner fassen kann, dann entstehen Muster. Also so soll es entstanden. Ah, jetzt. So habe ich es mal gelernt. Okay. Die Klöppelausbildung gibt es nicht mehr. Nein, es war mit der Wende weg. Mhm. Also wir waren immer 10 Mädchen und soviel ich weiß, von 82 bis 90 wurde ausgebildet, das war ein Schwarzenberg. Mhm. Das nannte sich VEB Handklöppelspitze, also Volkseigener Betrieb, war in der DDR. Später dann Spitzenmanufaktur und wir waren auch in Schneeberg an der Fachschule. Mhm. Also es gibt eine Fachschule, da hätte ich dann nach meiner Ausbildung weiter studieren können als Designer. Aber Design ist nicht das, was mich ausmacht. Ich will mit Menschen zu tun haben, ich will es den Menschen zeigen. Ich will dafür sorgen, dass es nicht ausstirbt eigentlich. Mhm. Sie ist eigentlich, möchte es. Und Ihr Ziel ist es auch nicht, dass es weitere Klöppelmeisterin, wie nennt sich das? Doch, das ist schon unser Ziel. Also es gibt einen Klöppelverband bei uns, speziell im Erzgebirge, im Sächsischen Erzgebirge, da bin ich die Vorsitzende. Mhm. Und wir haben in Anlehnung, dass es den Beruf nicht mehr gibt, haben wir jetzt den 6. Zyklus laufen. Wir bilden praktisch in Freizeit interessierte Klöpplerinnen aus zur Fachkraft für Klöppeltechnik. Mhm. Und wenn die bei uns, wir hatten jetzt Wochenende Prüfung, wenn die bestanden haben, dann können die in Chemnitz, da haben wir eine Prüfung ins Leben gerufen zur Fachkraft. Also wer sich jetzt selbstständig machen will, der kann dann diese Prüfung ablegen und hat dann die entsprechende Qualifikation. So, und am Klöppeln fasziniert mich eigentlich noch, dass man mit allem, was irgendwie in Faden ist, klöppeln kann. Also ich bleibe da nicht irgendwo bei Deckchen stehen, also ich klöppel mit Draht. Ich habe jetzt aktuell für die 30. Klöppeltage eine Spitze geklöppelt, die im Freien hängt, also am Erzhammer wo die hängen, also gegenüber vom wilden Mann. Mhm. 10 Meter lang, 80 cm breit und die habe ich geklöppelt auf dem Brett mit Nägeln und einem Hammer. Mhm. Weil das Garn ist 1 Zentimeter dick. Okay. Also ich kann auch groß klöppeln. Wow. Ich habe auch schon mit einer Mikro-LED geklöppelt, also ist ja auch bloß ein Faden. Ein Draht? Ja. Cool. Also das ist nicht mehr so, dass man klöppeln und Deckchen, das gibt es wohl noch, aber man muss sich dem Ganzen auch anpassen. Also man muss die Tradition bewahren und muss es auch modern gestalten. Hm. Indem man Farbe benutzt, indem man 3D klöppelt. 3D klöppeln? Ja, das geht. Als Pur. Wow. Ich habe hier einige Bilder drin. Wenn Sie mal irgendwann das Bedürfnis haben, habe ich auch solche Werke drin, speziell für die mit Kindern. Ich mache dieses Jahr einen Kalender, wo ich diese Kinderarbeiten alle erfasse, als Geschenk für die 30. Klöppeltage. Einfach damit es nicht in Vergessenheit geht. Und das machen aber nur Frauen? Oder nein, ich mache auch schon Männer.
Okay. Aber also die Frauen sind schon gut. Dann sind sie also Meisterin ihres Gewerbs, ohne dass sie überhaupt Meister, offizielle Meister dafür gibt. Da gibt es keinen Meister. Das ist einfach so. Ja. Ja, da gibt es keinen Meister. Aber es liegt ja als Hobby vor allen Dingen weiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also die, die zu mir kommen, die machen das als Hobby. Ja. Ja. Aber das ist ja großartig. Ja. Und es ist, wenn es blöd klingt, wenn man unten solche Klöppel dran hat, für mich ist das Wellness. Wenn es mir mal nicht gut geht, setze ich mich an Klöppel, sag Klöppel und dann schneide ich total ab. Also ist prima. Und das liegt daran, dass Sie was mit Ihren Händen machen, oder? Ja, also Klöppeln ist eigentlich so, man muss ja nachdenken, für den Kopf und die Motorik der Hände. Also es ist speziell auch gut jetzt für ältere Leute, also die Klöppel werden alle sehr alt, also manchmal wird sich freuen, wie alt ich mal wäre, und man muss durch. Und ja, dann ist ja noch man stellt ja was her. Man stellt ja was her. Man kann es verschenken, man kann es für sich selber nehmen, man kann es auch verkaufen. Es gibt eine Klöppelbude am Annaberger Weihnachtsmarkt, das ist ganz einmalig, also da, das läuft auch über mich. Da geben so 40 Frauen ab und jede Frau hat ja ihr eigenes, was sie klöppelt, was sie gerne macht. Und das ist für die Touristen natürlich eine ganz tolle Sache, weil so eine Vielfalt von Klöppelspitze auf einem engen Raum findet man sonst nichts. Also hat schon so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Also es ist eine alte Tradition, die man aber durchaus modern gestalten kann. Ja. Dass man immer wieder Leute findet, die das gut machen wollen. Also 7 Klöppel Urlaub war super. Ja, hört sich großartig an, dass sie dann herkommen und 4 Stunden pro Tag. Ich bin jetzt auch auf Facebook neuerdings, habe cool. Schon 4 Posts gemacht. Ich habe einen ganz tollen Zuspruch, habe mir natürlich also vielleicht ein bisschen Uni-Kolleg angeboten, wenn fachliche Hilfe benötigt wird, melden. Ja, ich habe das schon alles mit ein paar WhatsApp oder so, also das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und dann melden sich die Leute aus der ganzen Welt und sagen, hey, ich habe ein Klöppelproblem. So kann man das sagen, ja. Das ist ja cool. Weil ich das ausrufe, kann ich nicht sagen. Ich habe auch schon Videos, also meine Tochter hat mich gefilmt, während ich was erkläre und was tue und das habe ich dann auch verschickt. Also auch das geht. Okay, und wie entwickelt man die Designs oder ich weiß nicht, die... Briefe heißt das, okay. Weil man es lesen kann. Es gibt viele, aber viele Sachen muss ich auch selber mir überlegen und dann natürlich auch zeichnen. Und das machen Sie selber und veröffentlichen die dann auch? Auch. Damit ich das nachklöppeln kann? Ja. Klöppelurlaub. Das finde ich großartig. Das schaffen Plätze frei. Ja, ich gucke mir das nachher mal an. Ich glaube aber, dass das meine technischen Fähigkeiten übersteigt. Nee, bis jetzt habe ich noch jeden gelernt. Also, da war noch niemand dabei, also, wo ich gedacht habe, Junge, lass ich mich mal rumgehen. Also, da war noch jemand dabei. Also die Geduld habe ich. Ja, vielen Dank. Ich wusste, dass es das so ein kleines Klöppelzentrum ist. Aber dass das auf diese innovative Art und Weise an Leben gehalten wird, das ist ganz großartig. Also ich sag mal, ich trete große Fußstapfen, wenn man so will. Annaberg nennt sich Mitte des Spitzenklöppels, weil es so verbreitet wird. Also das sind schon große Fußstapfen für mich. Und gibt es auch noch andere Klöppellehrer, Lehrerinnen in der Stadt? Es gibt, die Lehrer jetzt direkt nicht, also Klöppelgruppen gibt es bei uns überall in den Orten, Klöppelgruppen. Also, ja. Okay. In jedem Kleben auch zu Klöppelgruppen. Aber das ist halt zu konzentriert, das gibt es nicht viel geben. Und so eine Klöppelgruppe muss ich mir dann vorstellen, wie es woanders Stickgruppen gibt oder ja, nicht. Genau. Und das treffen halt sich, so haben ihre Zeiten. Genau. Und klöppeln dann gemeinsam. Und haben im besten Fall jemanden, der es ihnen auch zeigt. Und deswegen, weil wir gemerkt haben als Klöppelverband, es wird von manchen geleitet, der halt sagt, ich kann klöppeln. Und damit diese Technik, diese präzise Technik nicht verloren geht, haben wir gesagt, wir müssen diesen Beruf, den es nicht mehr gibt, den ich lernen durfte, müssen wir anderweitig anbieten in Freizeit, als Fortbildung. Toll. Super innovativ. Finde ich ganz großartig. Und wie lange machen Sie das schon mit dem Klöppelurlaub? Nein, der Klöppelurlaub, ich bin 20 Jahre jetzt im Erzhaben, also so lange kenne ich das. Okay. Also ich habe welche gehabt, die sind dann jedes Jahr gekommen. Von sonst woher. Auch aus der Schweiz, aus Österreich. Ich habe sogar selbst in der Schweiz schon Klöppelurlaub geleitet, jahrelang. Auch schön. Ich habe also das Erzgebirge verbreitet. Das ist ganz großartig. So eine Woche war ich. Kreativer jedes Jahr, größte Kreativmesse Europas. Ich wünschte mir nur etwas mehr
wie soll ich das sagen, Wertschätzung durch die Stadt anerkennen. Weil Klöppel- und Schnitzschule bei uns, das sind eigentlich Pfunde, mit denen eine Stadt wuchern kann, touristisch gesehen. Und auch für die Menschen. Ja. Da wünschte ich mir, dass das vielleicht ein bisschen mehr gewürdigt werden würde. Weil aktuell, ich war drei Jahre lang als OGM, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, auch als Beschaffungsmaßnahme, sollte rausgehen. Und damals sagte die Chefin, nee, jetzt haben wir eine Ausgebildete, wir lassen sie hier. Und ich hatte das vor 3 Jahren, glaube ich, einen befristeten Arbeitsvertrag. Also das heißt, ich habe noch so ein bisschen gebannt, ja, nein, vielleicht. Und jetzt haben wir aktuell den Verein, über den ich beschäftigt bin, Schnitz- und Klöppelschule, haben wir selber übernommen. Also wir beschäftigen uns gerade selber und da bin ich gar nicht glücklich. Weil ich finde, dass eine Stadt, die solche Einrichtungen sorgen muss, ihr kommt zur Stadt. Weil ich habe noch ein paar Jahre bis zur Rente und ich würde den Beruf, diese Stelle nie freiwillig aufgeben. Also da müsste mich jemand raustragen. Weil in 20 Jahren hat man immer viel aufgebaut. Ja, auf jeden Fall. Hört sich auch sehr danach an. Ja. Das ist großartig. Vielen Dank. Gerne. Und ich überlege mir das auf jeden Fall mit dem Klöppelurlaub. Das wäre doch nicht. Das wäre auch touristisches Angebot. Oder Klöppeln beim Friseur. Das wäre das. Das wär doch gut. Vielen Dank, dass Sie erzählt haben. Ob Dauerwelle oder Ducktail-Frisuren, die 80er Jahre waren für die damals angehende Friseurin Jana Marx die Chance, sich kreativ auszutoben. Ihr Wille war unschlagbar, ihre Kreativität groß. Doch der Weg zum eigenen Salon, alles andere als eben. Hier ist Jana Marx, viel Freude beim Hören ihrer Geschichte. Ich bin Kind der DDR, das war seit eigentlich raus, ich bin 1967 geboren. Eigentlich in einer klassischen Arbeiterfamilie. Meine Mutter war Verkäuferin, mein Vater Busfahrer. Keine Tradition, keine Vorgänger. Und ich hatte 3 Geschwister noch dazu. Und also wir haben ganz schön gekämpft. Ne? Wir mussten schon frühzeitig mitarbeiten, mussten ganz schön was leisten, auch in jungen Jahren. Ne? Ob das jetzt im Haushalt war oder Wohnmannschaften. Ne? Wir waren halt mit 12 und mit 11 Kindern Tragweite. Ja, und der Traum, so einen Beruf zu erlernen, das hat eigentlich schon meine Kinder, meine ganz kleinen Füßen angefangen mit 3 Jahren. Meine Oma, die hat mich schon mitgenommen. Und es war eigentlich immer so, ich kannte die ganzen Friseusen. Das war damals die BGH. Und so bin ich halt Friseur geworden, wollte es erwerben, wobei ich ganz schön gekämpft habe, um die Noten standzuhalten. Ne, man durfte also nicht weniger als 1,8 haben. Zu DDR-Zeiten war es halt dazu, dass vielleicht 4 Lehrlinge ausgebildet wurden in einer großen produktionsgenossenschaftlichen Handwerksfirma mit 100 Betrieben. Bei den ganzen privaten Leuten, zwar das oder privaten Betrieben, ging es halt gar nicht, so gut wie nie, weil ja die mit dem EVB-Preisen zu tun hatten. Aber ich habe gekämpft, ich habe meine 1,75 geschafft und konnte somit Friseur werden. Ne? Ich hatte Haare bis sonst hin und die Haare mussten erstmal weg. Das war DDR. Ne? Man hat dann schon gelernt, war auch fleißig. Und ich war halt auch in dem Beruf sehr arrangiert, weil ich ihn wirklich gern gemacht habe. Und dazu kam ja noch die ganze Zeit in den 80er Jahren. Ne? Es ging los mit Secure und mit Deepish Mode, die ganzen Frisuren, ne? Die alles bekamen. Und das war natürlich dann für mich auch gang und gäbe. Ich hatte einen großen Freundeskreis, viele Kumpels. Und die sind halt dann schon in den Damensalon gekommen. Ne? Und wollten halt auch mal eine Dauerwelle, wollten halt auch mal einen Kamm, die wollten halt auch mal einen Rockabilly-Frisur oder so, wie das halt damals so war. Es war halt alles durcheinander. Es war halt so die 80er Jahre Zeit. Ne? Generation X war das schon so ein bisschen im Vorschreiten. Ja, und wir haben natürlich dann in den klassischen Damensalons Herrenfrisuren mitgemacht, mit Kolorationen, also mit Farben und mit Dauerwelle oder mit Umformung, je nachdem. Oder halt mit Zuckerwasser, wir hatten ja nichts, ne? Wir mussten uns selber irgendwas einfallen lassen. Und es war eigentlich auch ganz cool, weil man hat ganz schön viel dazu gelernt, auch selber probiert, ne? Mit Tinte und mit allen möglichen Sachen, halt bunte Strähnen zu machen, gab ja nichts zu DDR-Zeiten. War ja alles nicht da. Und es war natürlich eine Zeit der Kreativitätsentwicklung und man hat ja natürlich auch versucht, da vollkommen mitzuhalten. Ne? Und wir haben selbst bei uns dann auch, der BGH ist es natürlich auch nicht so einfach gewesen, da irgendwo in eine Position zu erlangen, die halt das Klettern, ne? Also das Aufsteigen im Beruf, wie ich sprich Meister machen oder halt auch dann vielleicht beim Vorstand mitarbeiten. Davor hatte ich das Glück. Ich war, muss jetzt mal sagen, ich war ein sehr guter Lehrling. Und bin dann natürlich dann so als ganz junge Jugendvertreterin mit 18 im Vorstand der BGH eingetreten. So, und das war ungefähr so in den Jahren 88.
Und natürlich stolz der Familie, wie das dann so ist. Ne? Wir haben es alle gut verstanden, meine Familie, Gottes Willen. Nee. Und dann war halt 88 so, und sagen, mein Chef, der hat mich damals gefragt, hey, willst du Meister machen? Natürlich total happy. Wir brauchten ja für die ganzen Geschäfte, die so eine BGH umfasst im Kreis Annaberg, Bezirk, auch die jeweiligen Führungskräfte. Ich habe mich da auch so gefühlt, dass ich das schaffen könnte. War auch immer sehr zielstrebig, sehr ehrgeizig, muss ich sagen. Bin aber nicht über Leichen gegangen, habe immer versucht, allen das Recht zu machen, wie das halt manchmal auch so ist. Ja, und habe halt auch immer wieder versucht, junge Leute so zu motivieren für den Beruf und immer wieder anzusprechen. Na, wie es dann so kam, 1989, so kurz vor dem Fall der Mauer, habe ich dann angefangen mit Meistern. Da war natürlich nicht so traditionell wie heute, also traditionell wie heute, so wie das heute gemacht wird, dass nur Friseure in einer Klasse sind. Wir hatten natürlich den Tischler mit im A-Lehrgang und also in dem theoretischen Lehrgang und Bäcker und Fleischer waren ja alle dabei. Und es hat natürlich dann auch wieder viel zu Kommunikation und Dialogen geführt, die natürlich auch schön waren. Na, und zum Schluss kam dann das Bergfest, da haben wir wirklich schön gefeiert. Ja, und im November dann, also Ende Oktober, November, war ja das dann so, dass die Wende kam. Ne? Natürlich war es mein Stillstand. Kinder wussten, wie es weitergeht. Ich hatte meinen theoretischen Lehrgang super abgeschlossen. Ne? ML war dann, wie der Frau Bayer dann sagte, Marxismus-Leninismus. War halt dann nur teilgenommen drauf gestanden. Das hat halt nicht mal mit Zeugnis zu tun gehabt. Ja, und dann war es mein Stillstand. Und dann kommen dann die ganzen alten Bundesländer und neuen Bundesländer. Und die haben dann natürlich uns eingeladen, ne, und haben alles gezeigt, wie schön der Westen ist und wie wunderbar das alles funktioniert und wie einfach das eigentlich alles ist, sich selbstständig zu machen. Ja, und natürlich sind wir auch teilweise doch geblendet worden, natürlich. Und wir haben da Veranstaltungen gemacht, Modeveranstaltungen, und haben nur irgendwelche Friseure eingeladen, die sich dann ganz groß gefühlt haben. Ja, und so ging das dann weiter, und dann war das so, dass wir die Zeit, mein Chef wollte unbedingt als Meister ausgebildet werden, ne? Und ich bin dann halt als DDR-Kind 1991 nach Weiden in die Meisterschule und habe dort einen Crashkurs gemacht von einem Vierteljahr als Meister, Vollzeit, von Montag bis Samstag. Und es war eine private Meisterschule, und die war natürlich auch schon ein bisschen, soll man sagen, die wollten ja, geprüft wurde es bei der Handwerkskammer, klar, und die wollten ja keine Durchfahrer, beziehungsweise wir waren 55 Meisterschüler und haben dann donnerstags von 8 bis 20 Uhr gearbeitet, damit die ihr Geld reinkriegen. Und das haben wir vorher schon bezahlt, ne? So ist es ja nicht. Aber sind dann von der Handwerkskammer geprüft worden. Ging auch alles ganz schnell. Nach einem Vierteljahr hatte ich einen Meister, und dann stand ich da. Ja, was machst du jetzt so? Gut, da hatte ich dann eine Filiale übernommen in Wiesenthal, hier bei Annaberg an der Grenze oben. Das war dann auch sehr schön. Aber wie es so war, es ging alles ein bisschen bergab. Ne? Es wurden sozusagen irgendwelche Gewerkschaften gebildet. Der Chef war nicht mal der Gute, der Chef war dann der Böse. Und der Vorstand war das und das. Die haben ja alle bis der Arbeitskraft ausgenutzt, wie das dann halt so war. Ja, und im Nachhinein dann hatte ich meinen Meister. Ich war glücklich, ich war stolz. Und dann hatte ich halt ein Kind mitgebracht aus Weiden. Naja, muss man ja halt was so sagen. Ne? Da war ich dann hier zu Hause, und in der Zeit hat sich dann eigentlich so da frühere Traum aus DDR-Zeiten, den man eigentlich bloß geträumt hat, eben weil es da keine Möglichkeit gab, sich selbstständig zu machen, hat sich so entwickelt. Also habe ich dann meine Vorbereitungen getroffen. Ich war alleinerziehend. Mein Sohn war ein Jahr und ein halbes, als ich mich selbstständig gemacht hatte, und habe dann ein kleines Geschäft in Annaberg angemietet. Ja, und habe das meinem Bruder, da haben wir dann das Geld geliehen, damit ich einen Kredit kriege. Das hat er dann wieder geprägt, als ich einen Kredit hatte. Und so mit Häusern kaufen, das war dann auch nicht so einfach. Jedenfalls habe ich dann eine Miete im Geschäft gehabt, ein ganz kleines. Habe mit einer Auszubildenden angefangen, habe parallel dann später in der Schule gearbeitet als Lehrer für Friseure. Das ging dann auch schon zeitig los, da war ich dann so 28, 29. Ja, und war auch ganz glücklich mit meinem kleinen Geschäft. Und dann kam hier und da mein Mann, der sich verstanden hat, dass ich 14 Stunden arbeiten muss, um Selbstständigkeit zu ermöglichen. Ich bin auch jetzt ganz ehrlich, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Habe wirklich meinen Sohn nebenbei aufgezogen. Ich meine, manche hatten mehrere Kinder, ich meine, die Carla kennt es. Und hat schon gekämpft und hat immer gehofft, dass man Verständnis kriegt für seinen Beruf, was eigentlich das Leben ist für einen. Ne? Was man gerne macht, dass man auf Modepräsentationen fährt, dass man zum Messen fährt, dass man immer mal neue Leute kennenlernt, dass man sich einfach mal so ein bisschen noch ausleben kann, ne, als Friseur. Natürlich bin ich auch viel rumgekommen. Ich habe dann auch viele verschiedene andere Dinge gemacht, was eben mit dem Friseurberuf zusammenhängt, wie so ein
DDR-Meisterschaft hieß das noch und die Meisterschaft, Sachsenmeisterschaften und solche Sachen halt auf der Bühne. Ne? Das war schon wieder mein Ding, so ein bisschen Bühnenarbeit und so ein bisschen das Vorführen. Habe ich schon gerne gemacht, aber nicht unbedingt, um mich da im Vordergrund zu stellen, sondern einfach bloß das Schöne an dem Beruf rüberzubringen, ne? Dass eben noch mehr Leute oder mehr Jugendliche das aufgreifen. Weil was mich wirklich damit verbindet, ist nicht nur der Friseurberuf, es ist auch das ganze andere Handwerk. Ich bin jetzt seit 3 Jahren in der Vollversammlung in der Handwerkskammer. Bedeutet halt, dass es Arbeitnehmer- und Arbeitgebergruppen gibt, die halt sich wirklich dafür einsetzen, dass das Handwerk überlebt. Dass in jeglicher Hinsicht auch jeder einzelne kleines Unternehmen noch Lehrlinge ausbilden kann, finanziell, beziehungsweise halt durch die Unterstützung kriegt. Was natürlich weggebrochen ist noch vor ein paar Jahren, dass die einzelnen kleinen Unternehmen schon im Staat unterstützt werden. Ne? Das ganze Gegenteil ist eigentlich eingetroffen. Ne? Man kriegt immer mehr Auflagen, muss immer mehr Angst haben, dass irgendjemand kommt, der sagt, ey, du machst einen Fehler, ne? Weil du so viel arbeitest. Und, ja, und das ist eigentlich jetzt mein Anliegen, das ich jetzt vertrete, auch eben in der Vollversammlung. Bin auch über 30 Jahre in der Prüfungskommission gewesen. Ich habe mich jetzt vorige Woche gekündigt. Wieso? Na, weil das wäre Politik ist. Das ist einfach nicht ehrlich genug für mich. Ja, und das ist halt einfach so, für mich ist es, ich bin total dem Beruf verbunden. Für mich ist es ganz wichtig, dass die jungen Leute auch nach vorne kommen, dass sie nicht gesagt kriegen, ey, ihr macht das nicht, ihr werdet nicht arbeiten, macht das nicht. Also ich bin eigentlich für die Generation Z, weil die sind eigentlich ziemlich unsicher. Ne? Die können eigentlich überhaupt nicht wissen, was auf sie zukommt. Eigentlich müssen wir jetzt auf dem Rückweg denen erstmal erklären, was passieren kann, wenn. Na, und das ist halt wichtig. Und ich habe jetzt zurzeit 3 Lehrlinge und habe jetzt bald wieder einen. Habe auch vielleicht in meinen ganzen 25 Jahren Selbstständigkeit 30 Lehrlinge ausgebildet. Und es ging immer so und so und so. Ja, und manche kommen halt von der überbetrieblichen Lehrunterweisung, ne? Eben die schulisch ausgebildet werden. Die waren dann mal eben noch im Salon. Ne? Wir hatten dann keinen Bock, sind dann nicht mal gekommen. Ich habe natürlich auch viele Lehrlinge ausgebildet, die jetzt im Arbeitsamt sitzen oder na gut, im Reisebüro. Und das sind dann immer die Erfolge, die man hat, ne? Die dann wunderbar sind. Weil ja, da können sie ja dann, ist ja da der Stresspegel, also das Ganze. Der Stress mit den Menschen zu arbeiten, das was auch schön ist, aber es ist auch Stress. Ne? Es gibt da nicht bloß die lieben Kunden, es gibt ja auch die Kunden, wie eben gesagt, die dann ständig irgendwo ihr eigenes Leben ein bisschen schwer machen. Und ohne das Böse zu meinen, aber es ist wirklich, die machen dann schon mit dem Handwerker manchmal ganz schöne komische Sachen, dass man einfach denkt, ey, hast du das überhaupt richtig gemacht? Und dann findest du manchmal, ey, haust den ganzen Mist hin, das geht aber gar nicht mehr. Man war es einfach zu alt, das einfach hinzuschmeißen, man kann es nicht verkaufen, weil nämlich du dann nach 3 Jahren, nachdem du vielleicht das verkauft hast, die 45.000 Euro, die du vielleicht vom Staat dann mal erlassen kriegst, ne, und nachzahlen musst, weil du hast keine Chance, du kannst es kaum übergeben. Und dann ist, denke ich, ich denke es jetzt einfach so, ist mein Reden jetzt so. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber es sind so viele Dinge, die da mit reinspielen, wo man sich halt auch nachts Gedanken macht, ne, die 3 Stunden, die man schläft. Naja, es ist schon manchmal so, weil jeder sagt selbstständig, alles schick und alles schön und die hat Geld und die hat das und da ist klar, hat man Geld, was man hin und her schieben kann auf 3 Kunden, aber haben drüber geht's. Ja, und das ist halt immer so, wo ich dann immer denke, das ist ja gerade in so kleinen Kreisstädten wie hier, ne? Ich bin ja geboren, ich bin ja aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, man kennt viele. Ich habe auch viele Kunden, ich habe auch viele Mitarbeiter, ich habe immer noch 10, ich hatte mal 18. Als da der Einschnitt kam, 1997, mein Vater gestorben ist, da habe ich dann eigentlich gedacht, nö. Nee, mit den Mitarbeitern nicht, bin ich jetzt auch ehrlich. Ne, weil die sind halt, bin ich halb 6 Uhr Tür raus, weil ich keine Kunden mehr habe. Dann muss ich ja nicht bemühen, dass Kunden kommen. Ja, und so hat sich das dann so ergeben, weil ich bin ehrgeizig und ich möchte auch mein Wissen weitergeben, aber auch meine Erfahrung. Ja, weil man hat ja nicht das Zuckerschlecken jeden Tag. Ne? Man muss halt auch damit mal zurechtkommen, dass man die Schläge erleidet. Ne? Muss man sich einfach rausziehen und weitermachen. Also mein Traum war Berlin, das muss ich so sagen. War auch viel in Berlin unterwegs. Ne? Wolfgang Zimmer und so, das sind so meine Friseure. Ja. Aber letztendlich habe ich ja meine Familie gehabt. Und als dann doch mein Bruder starb, ne, dann habe ich das andere Geschäft auch mal abgegeben. Und habe jetzt sozusagen 10 Mitarbeiter. Und was ich jetzt das erste Mal in meinem Leben richtig gemacht habe, ich habe jetzt eine Rezeptionistin. Eine Assistentin, die auch volle Vollmacht über meinen Konten hat, Geschäftskonten, die dann auch wirklich jetzt sagt, okay, ich unterstütze dich da, ich mache dein Schreibzeug, ich mache das und das und das. Und das habe ich seit voriges Jahr und das ist für mich wirklich gut.
Ne, viele Dinge, die dazu reinspielen, eben für mich ist wichtig, das Handwerk überlebt. Das ist mein Grundgedanke schon immer gewesen. Man kann auch gut zusammenarbeiten. Ne? Mit Friseuren auch zusammen und mit vielen verschiedenen Gewerken. Ne? Will unbedingt was wissen, was andere Gewerke, wie das machen, politisch gesehen oder geschäftlich gesehen oder rechtlich gesehen. Das sind ja immer die Dinge, die man halt auch mal wissen muss. Man muss sich halt immer weiterbilden, auch fragen. Ne? Man muss nicht dumm, wenn man fragt. Ne? Es ist halt einfach so, dass man entweder eine Bestätigung braucht, beziehungsweise einfach auch den Dialog sucht. Ne? Ja. Naja, bis heute bin ich halt Friseur, ich bin die 10 Angestellten. Ja. Vollversammlung im Mitglied. Aber es war schon ein Traumberuf, muss ich sagen. Ne? Und die DDR-Zeiten waren halt einfach nicht so einfach, obwohl die einfach waren, das war schön. Ne? Man hat halt dann abends nach 20 Uhr, nachdem man von der Arbeit gegangen ist, noch bis 12 Uhr schwarz gearbeitet. Bis 24 Uhr. Naja, weil man es einfach nicht geschafft hat auf Arbeit. Ne? Es war halt wirklich so, man hat wirklich von früh bis abends, man hat ja viele Freunde gehabt, waren ja alle noch da. Bis dann die Wende kam, ne? Dann ging das so sukzessive alles so ein bisschen weg, das hat sich alles verteilt, ne? Aber mehr an allen Plätzen. Ja, das sind halt die Dinge, die ich so sehe. Ja, letztendlich, das ist manchmal so, also allmählich kommen so welche wieder. Das ist auch schön, da freue ich mich dann auch, die ich 25 Jahre nicht gesehen habe. Die sehe ich dann, stehen aber immer wieder im Laden. Ne? Und, ja, nee, aber es ist eigentlich so, dass da wirklich aus dem Erzgebirge sehr viele abgewandert sind. Wenn ich daran denke, was ich gelernt habe in der Schule, dass 65.000 Einwohner im Kreis Annaberg leben, jetzt sind es noch 22 oder 23. Ja. Das ist wirklich so, es hat sich wirklich extrem. Und man merkt es auch unter Demografismus. Ne? Ich meine, klar, wenn wir unsere alten Leute nicht mehr hätten, ne? Die jungen Leute, schauen YouTube, Instagram, ne? Das ist ganz klar, die tun sich halt dort ihre Versuchen rausziehen und nach dem dritten Fehlversuch sind sie halt wieder da. Und dann haben wir aber die Arbeit letztendlich, ne, weil dann fast nichts mehr geht. Ne. Wir brauchen ja auch Material zum Arbeiten. Das ist ja wieder Tischler, wieder Klempner, wie der Fleischer. Ich meine, wenn, ich weiß nicht, eine Kuh von 100 Jahren geht auch nicht. Du kannst auch nicht mehr auf den Kuchen. Entschuldigung. Nee, Quatsch, aber. Ja, nee, aber es sind halt die Dinge, ne, die einen dort täglich auch beschäftigen. Man denkt ja auch weiter, man versucht das aber zu drehen. Aber, also ich versuche meinen Lernenden halt dorthin zu bewegen, dass sie den Beruf weitermachen, ne? Dass es schön ist und dass auch viele Dinge dazu gehören, die halt manchmal nicht so schön sind, eben sprich eben die ein, zwei, drei Kunden, die halt mal nicht so nett sind, ne? Die halt denken, die müssen, was muss ich das Haar entfernen auch zahlen, ne? Das Haarverlängerung, ne? Das rausmachen, ich habe auch keine Dienstleistung gemacht. Naja, sind die Dinge halt. Aber das, manche wissen es und das ist das Gute daran. Die ganz jungen Leute, die bezahlen das, die fragen. Das ist wieder das ganz andere, ne, wo ich dann immer sage, die Generation ist gar nicht so schlecht, wie es immer hingestellt wird. Nee, die sind cool. Nee, die müssen einfach bis anders angepackt werden. Ne? Die muss halt auch Ansagen machen, weil die nicht wissen, weil die unsicher sind, die wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Mhm. Das ist halt, wo dann die 80er geborenen, die Y-Generation war, die tun halt alles unter Fragen, ehe sie anfangen. Ne? Und das habe ich halt auch im Beruf und im Betrieb. Und wenn ich das jetzt immer mal so nachlese oder auch das so mich mit jemandem unterhalten habe, merke ich das auch. Ne? Ich meine, man muss es ja auch erst mal hören, um dann nachzudenken und dann sagt, okay, ja, der und der ist wirklich so. Ne? Und dann musst du wirklich so drauf zugehen. Und das habe ich eigentlich auch ziemlich Erfolg mit Lehrlingen, muss ich sagen. Ja. Ich habe meine Lehrlinge gerne. Also sehr danach. Ja, und jetzt habe ich auch zwei Meister halt ausgebildet. Das habe ich, ist einer noch, der ausgebildet ist. Da geht aber jetzt auch weg, da geht nach Dresden. Das war ein Tscheche. Ja, ich habe eigentlich alle schon Leute gehabt. Syrer, Iraner, ich weiß nicht, Kosovo-Albaner, also als Praktikanten, ne? die den Beruf eigentlich gar nicht lernen wollten, aber die haben halt Kinder genommen. Annaberg, ne? Annaberg ist auch ein bisschen stinomäßig, ne? Und dann denken die, okay, Kosovo-Albaner oder Türken, ne? Was in anderen Städten schon ganz normal gang und gäbe ist, ne? Dass da die mit helfen und mit drin stehen. Ja, und jetzt hat halt das Jura. Da war 16, da ist vor 3 Jahren nach Annaberg gekommen und da war total happy. Ne? Das war schön, muss ich sagen. Und deswegen muss man halt auch über den Tellerrand hinausgucken. Ne? Und vielleicht ist das auch die Sache, was halt kommt. Ich meine, warum sollen wir sie, wenn sie integriert werden sollen, dann muss man sie auch aufnehmen. Ne? Muss man nicht sagen, nicht immer mit Nein abweisen. Das ist halt so. Ich meine, klar, es gibt bestimmt hier und da jemanden, der da vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat. Ne? Aber das kann man ja auch dementsprechend in dem Moment abblocken. Ja.
Also es steht über der Jugend 1, sagen wir es mal so. Das ist so wieder mein Ziel. Super. Ja. Und wird der Söder bei Ihnen eine Ausbildung machen? Da muss er auf Nordische Deutsch lernen. Also hat er erst 3 Jahre, ist er erst da. Spricht schon Englisch ganz gut. Aber ich muss auf jeden Fall, dass wir in die Schule gehen, das erst 8. Klasse, das war 16, aber eben in der ich finde es gut. Finde ich richtig gut, wenn das klappen würde. Ja, denke ich. Ja, ich habe auch kein Problem für die Leute, also da muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Erzgebirge ist der Schulbildungsstörer. Ja? Ja. Nicht alle, aber größte Teil halt. Volker Franz ist Graviermeister und führt seine Graviertechnikfirma in 4. Generation. Als der Wirtschaftsaufschwung im Erzgebirge 1885 losging, stieg die Nachfrage nach Gravüren und die Firma siedelte von Leipzig nach Buchholz über. Doch heute hat sich die Situation grundlegend verändert und die Zukunft seiner Branche sieht düster aus. Volker Franz erzählt von Herausforderungen, als junger Nachfolger eine Firma zu führen, warum Qualität in seinem Beruf das A und O ist und warum die Graveurbranche vom Aussterben bedroht ist. Mein Name ist Volker Franz, bin der Inhaber der Firma Graviertechnik Franz. Ich bin Jahrgang 1968, habe jetzt die Firma, führe ich jetzt seit 25 Jahren. Unsere Firma ist 1880 in Leipzig gegründet von meinem Urgroßvater, der hieß Georg Franz. Meine Vor- und väterlicherseits, die stammten aus Leipzig. Und der ist dann 1885 nach Buchholz übergesiedelt, weil hier im Erzgebirge der Wirtschaftsaufschwung losging. Prägeindustrie, Bergbau, alles. Und dafür haben sie Graviere gebraucht, die eben da die Gravuren fertigen oder Prägeplatten. Mein Großvater hatte praktisch in Buchholz die Firma dann angesiedelt und das war der erste Gravieranstalt in Buchholz gewesen. Später waren dann in Buchholz, glaube ich, 20, 25 Gravierbetriebe, die dort gearbeitet haben für die ganzen Pappprägefirmen, die es da gab, Kunze, Harold, Schmiedel, Kupferlet und so weiter. Da hatte mein Urgroßvater Prägeplatten gemacht, die sind graviert, per Hand graviert. Und das sind dann im Pappform hergestellt, Kalenderrückwände, Laternen, wie es früher gab, die konntest du dann aufklappen, war in buntes Papier und konntest eine Kerze reinstellen, sowas. Türschilder gemacht und alles, was gravieren geht, wurde gemacht. Die Gravuren sind ja eigentlich schon mit der älteste Berufszweig, kann man sagen. Das gab es ja schon bei den Urmenschen. Die haben ja schon in Felswände haben die ihre Zeichen reingeritzt und sonst was. Und im Prinzip waren das da schon, wenn man sagt, irgendwelche Gravuren, irgendwelche Zeichen, die da ewiglich ins Material reingebracht wurden. Ne? Also kann man sagen, der Beruf Graveur ist eigentlich ein ganz alter Beruf. Ja, jedenfalls, mein Urgroßvater hat die Firma dann da erfolgreich angefangen zu führen. Hat dann der erste Gravierinnung gegründet, wo die ganzen Gravierbetriebe vereint wurden. Denen ging das nämlich schon damals genauso wie den heutigen Firmen. Es gab Kunden, die haben nicht bezahlt. Es gab Kunden, die haben nur Angebote eingeholt und sind dann nach Tschechien gegangen und haben sich dort billig machen lassen. Da hat er eben so eine Innung gegründet und da gab es dann schon teilweise wie eine schwarze Liste, wo dann eben drin stand, der Kunde so und so, Achtung, Vorsicht und so weiter. Die haben damals genauso so gelitten wie die heutigen Betriebe und Handwerksbetriebe auch unter eben manchen schlimmen Sachen, da wenn Rechnungen nicht bezahlt wurden und so weiter jedenfalls. Da ist dann mein Urgroßvater, der ist dann relativ zeitig gestorben, der war nicht nur 50 Jahre alt. Und da hat dann den Sohn, also mein Opa, Einhard Franz, der hat dann die Firma weitergeführt mit 10, 15 Mann. Weltwirtschaftskrise kam auch, da haben die auch genauso gelitten, so in den 30er Jahren, wie das so war. Mein Vater ist dann auch in den 20er Jahren geboren worden. Mein Vater hat dann auch den Beruf des Graveurs gelernt, ist dann aber eingezogen worden im Zweiten Weltkrieg. Und mein Großvater hat dann die Firma natürlich, da war ja noch der Chef, hat die weitergeleitet so. Und da hat aber dann 1945, da war ein Buchholz-Bombenangriff und da hat er einen Herzanfall gekriegt, also wo die Bomben runtergefallen sind und da ist er dann verstorben. So. Von meinem Vater, den Schwestern, die haben dann die Firma weiterführen müssen, unter schwierigen Bedingungen damals, Krieg, ja, so alles klar. Und mein Vater, der war in der Kriegsgefangenschaft
gewesen. 1947 ist er da wiedergekommen und hat dann den Betrieb von seinen Schwestern übernommen. Er hat ihn dann weitergeführt. Er wollte zwar auch seinen Handwerksmeister machen, aber da hatte gar keine Zeit. Das war praktisch so wie bei uns jetzt nach der Wende. Nach dem Krieg ging das auch wieder los. Da wurde dann alles aufgebaut. Er hat dann noch die Kunstverarbeitung, also einen Formbau mit reingebracht, weil das ja Graveur hat eben graviert, die Form graviert für irgendwelche Werkzeuge und gleichzeitig hat er noch die Werkzeuge hergestellt. Und dann hat er noch die Kunststoffverarbeitung, damals Plastverarbeitung mit aufgebaut, also Kunststoffverarbeitungsmaschinen, wo die Werkzeuge reingehangen wurden und dann die Teile gefertigt wurden. Da hat er eben unter anderem eben auch dann Spielsachen hergestellt, wie den kleinen Tiefseetaucher hier, wo du ziehen kannst und da abgluckern und kannst wieder reinblasen, kam er wieder hoch. Da hatte mein Vater das Badon drauf, da hatte da zigtausende hergestellt. Und hat dann praktisch bis zu Ende der 60er Jahre hat er drei Betriebsteile gehabt. In Buchholz, ein väterliches Haus praktisch. Dann in Annaberg noch eine Firma zugekauft und in Tannenberg noch eine Firma zugekauft. Und da war er dann so in den 60er Jahren, hatte da 245 Mitarbeiter. Und meine Eltern hatten nie Urlaub groß gemacht. Die haben jedes bisschen Geld, was sie hatten, wieder refinanziert in eine Firma rein. Maschinen gekauft, Material musstest du anschaffen und so weiter. Und es war ja auch nicht so einfach. Also so viele Leute mit durchzuziehen und neue Produkte herzustellen. Dann haben sie meinen Vater 1972 enteignet. Die sind praktisch Freitag gekommen und haben gesagt, guten Tag, Herr Franz, ab Montag war's das. Sitzt hier jemand anders an den Tisch oder sie haben dann nichts mehr. So. Und da hatte mein Vater, der konnte keine privaten Sachen oder sonstiges mitnehmen. Es ist alles in der Firma geblieben. Also du konntest ja nicht so schnell jemanden das ausräumen und so Schlüssel abgeben, fertig, Punkt, aus. Und da hatte der seine ganzen, das was er praktisch aufgebaut hat, unter schwierigsten Bedingungen, war weg. Da stand er praktisch da mit nichts. Ja. Hat auch nichts dafür bekommen. Manche haben früher, die enteignet worden sind, die haben zum Teil was bekommen oder durften auch in ihren Betrieben weiterarbeiten. Aber mein Vater, den haben sie dann abdegradiert. Der ist dann Sicherheitsinspektor gewesen, musste dann noch für einen Vorgesetzten mit der Schreibmaschine Angebote schreiben. Kannst du dir vorstellen, mein Vater, Handwerker mit dicken Fingern, wie kannst du hier mit der Schreibmaschine tippen? Und das war für den der Graus. Jedenfalls hat er dann einen Antrag gestellt beim Rat des Kreises, ob er sich selbstständig machen könnte. Und das haben die dann genehmigt. Er durfte dann aus seinem eigenen Betrieb eine Maschine erwerben, eine Graviermaschine. Und da musste er 3000 Ostmark dafür bezahlen, für diese Maschine, die ihn zwar gehört hatte, aber durfte er nochmal bezahlen. Ja? Und da hat dann mein Vater 1977 wieder bei uns zu Hause, in unserem Haus, klein angefangen im Keller und hat dort Gravuren, alles was zu gravieren geht, Schilder für den Bevölkerungsbedarf, für die Dienstleistungsbetriebe haben wir hier in der ganzen Umgebung die ganzen Türschilder, Hausnummernschilder, Klingelschilder, Kuchenabzeichen, Stellenzeichen, hier alles was du denken kannst, Schlüsselmarken haben die da gefertigt. Ja. Meine Mutter hat dann mitgeholfen, die war also mithelfende Ehefrau, die hat dann auch mitgraviert und ich bin dann praktisch da so mit reingewachsen. Also ich habe das miterlebt, eben auch wie mein Vater, also das siehst du als Kind, kriegst du das gar nicht mit, wenn er praktisch an seinem elterlichen Haus vorbeiläuft und da guckt um jemand anders raus und sagt, na, wie geht's Ihnen denn so? Und du guckst zu deinem eigenen Haus hoch und ja, das ist schon eine komische Situation für denjenigen, aber das hast du als Kind nicht so mitgekriegt. Jetzt kann ich mir vorstellen, das war bestimmt furchtbar gewesen. Ja, also wenn sie dir dein Haus gut wegnehmen und so. Ich bin dann natürlich mit reingewachsen, habe das mitgesehen, habe dann auch immer mal ein bisschen was mitgemacht. Ursprünglich, ich wollte nicht Graveur werden, ich habe ein bisschen Faible zu Fahrzeugen, zu alten Autos, zu Motorrädern, weil früher zu Ostzeiten, mein Vater hat auch alte Autos gehabt und da musstest du immer viel mit bauen oder mit basteln, da wurde das gebaut und das gepasst und da bist du mit reingewachsen. So, und dann, aber habe ich mir dann doch überlegt, oder mein Vater, der hat dann gesagt, Mensch, überleg das, kannst du immer noch machen, aber der Beruf und so weiter, das ist für dich. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich lerne den Beruf des Graveurs. Und da habe ich dann 1984 die Schule abgeschlossen und habe dann den Beruf des Graveurs gelernt. Das Problem war, ich hatte eine Lehrstelle in Aue bei Aue OBS, also Aue Besteck und Silberwaren, genannt OBS. Das ist heute noch, wenn du in den Besteck hinten reinguckst, ist der Stempel drin, OBS. Die haben Bestecke hergestellt.
Und da hatte ich eine Lehrstelle bekommen in Söhre. Es war kurz davor, bevor ich anfangen konnte zu lernen. Da kam dann, hat mein Vater einen Schriebs gekriegt. Und da haben die gesagt, ja, ihr Sohn kann da bei uns lernen. Aber sie müssen dann, wenn er ausgelernt hat, uns 20.000 Ostmark bezahlen. Weil die wussten, dass ich ja so zu meinem Vater wieder gehe. Und da stand ich natürlich blöd da. Ne? Da hat dann mein Vater noch bei unserem Obermeister angefragt. Da hat er auch gesagt, ja, das kann man machen, kannst du lernen. So. Und da hat er dann auch kurz davor abgesagt, hat gesagt, ja, das geht doch nicht. Und ich habe ja auch einen Sohn und Konkurrenz. Mhm. Ne? So. Und dann hat dann mein Vater eine Ausnahmegenehmigung gekriegt vor Rat des Kreises, weil mein Vater keinen Meister hatte. Und den haben sie aber praktisch wie einen Meister anerkannt, weil er schon zu 4 Jahre berufstätig war in dem Beruf. Und dann durfte er mich ausbilden. Und da habe ich dann praktisch bei meinem Vater die Lehre absolviert. Das war auch eine Erfahrung fürs Leben. Besser wäre es gewesen, hat auch mein Vater gesagt, mir wäre es besser gewesen, du wärst in einem anderen Betrieb gewesen. Da lernst du wieder ein bisschen was anderes kennen. Und wenn du dann wieder da bist, kannst du auch noch mal so. Aber das Problem war eben, mein Vater war einer von, sagen wir mal, vom alten Schlag noch. Und der hat dann versucht, das rauszuholen, was sie bei ihnen nicht rausgeholt haben. Und das war manchmal nicht einfach. Ja, also ich musste da Firmenschilder, nochmal als Beispiel, ein großes Firmenschild aus Kunststoff auf der Schlagschere zuschneiden. Schlagschere kennst du ja auch. Also. Dann hat er einen großen Stahlwinkel genommen und hat dann das Schild ins Licht gehalten. Und da hast du ja, wenn du eine Schlagschere, ist ja wie eine abreißende Verbindung. So, da hast du ja nicht einen Sägeschnitt, sondern das ist ein kleines wenig verquetscht auch. Ne? So, und dann ist ja logisch, wenn du deine Winkel anhältst, da ist dort ein bisschen Luft und da ist keine Luft. So. Qualität wird geliefert. Da musste ich mich hinsetzen und musste so lange feilen, bis das Schild wirklich 100% im Winkel war. Also da hat mich schön geschliffen. Da hat mein Vater gesagt, solange Blut durch meinen Adern fließt, wird Qualität geliefert. Wenn ich dann nicht mehr da bin, kannst du machen, was du willst, hat er gesagt. Oder Schlüsselmorgen, wenn die wurden gestanzt im Stanzwerkzeug, da war hinten Kraut dran. So, die musste ich jede abfeilen hier. Abfeilen. So hast du da wie Aschenputtel, 2 Eimer hier. Einmal hier, zack, zack, zack. Nein, zack, zack, zack. Ich sage, in der Zeit jetzt ist schon wieder alles graviert, aber es ist egal. Es war eine Erfahrung fürs Leben. Jetzt kam die Wende langsam. Ich war ein Nachzügler. Mein großer Bruder, wir sind 20 Jahre auseinander. Mein Vater war damals, sagen wir mal so, wo ich jetzt ausgelernt habe, war da schon Rentner. Und da hatte er dann gesagt, Mensch, du musst deinen Meister machen, dass du die Firma weiterführen kannst. Ohne Meister geht es ja nicht. Und da habe ich dann 1988 habe ich mein Meisterstudium angefangen. Den theoretischen Teil, da war in Aue. Da bin ich dann Freitag, Sonntag immer nach der Arbeit nach Aue gefahren. Also habe das dort gemacht. In eine verrückte Zeit, wo ich meinen Meister gemacht habe, muss ich sagen. Ja? Auch eine Erfahrung, die kann ja keiner nehmen. Ne? Mein praktischen, jetzt muss ich noch mal ganz zuvor, wo ich das gelernt habe als Lehrling, da gab es nur eine Berufsschule in der ganzen DDR und die waren Arnstadt, Thüringen. Das war natürlich der nächste Weg. Es gab ja groß keine Zugverbindungen oder sonst was. Da musste ich mit dem Zug erst nach Chemnitz, von Chemnitz nach Leipzig, von Leipzig nach Erfurt und von Erfurt nach Arnstadt. Da warst du den ganzen Tag unterwegs. Und dann musste man dort, sagen wir mal, so viel Klamotten und Zeug mitnehmen, dass du 3 Wochen überleben konntest dort. Also man ist dann da unten geblieben. Ne? War auch eine Erfahrung. Ne? Also es war weit weg von zu Hause gleich so als Lehrling und dann da unten konntest du das Wochenende, konntest du deine ganzen Hausaufgaben machen, hast du Zeit für alles. Ne? Wir mussten viel zeichnen. War auch eine schöne Zeit. So. Jedenfalls ausgelernt und Meister dann angefangen und den praktischen Teil habe ich wieder in Meiningen, gab es wieder nur eine Schule, der berufsspezifische Teil. Das andere war allgemein hier in Aue und das andere war berufsspezifisch. So. Das habe ich auch abgeschlossen und dann habe ich mein Meisterstück zu Hause gemacht. Ich hatte Zeit, einen großen Stahlstempel gemacht mit einem Buchholzer Stadtwappen, ringsrum Schrift. Und die Schrift, die musste ich eigens konstruieren, die gab es nicht. So, und da musste ich nur so Schrifttypen machen und jedes Mal kommt dann der Obermeister und sagt, ja, das gefällt mir nicht so richtig. Wieder weg. Dann hast du wieder von vorne angefangen. Das Ding, das habe ich heute noch im Kopf. Also ich kenne doch jetzt die Schrift auf dem Mann, wie das aussieht. Ja, das Meisterstück habe ich auch, klar. Aber ich meine bloß, da hat mich dann auch ganz schön gestriezt. Aber wiederum, es war okay. Ja? Man hat ja was gelernt. Ja. Jedenfalls habe ich dann meinen Meister gemacht und habe dann meinen Meisterbrief am 2.10.1990 habe ich den in Chemnitz überreicht bekommen. So, und ich habe eine ganz besondere Meisterurkunde, steht auf Meisterbrief und so weiter. Hat bestanden in der Handwerkskammer Karl-Marx-Stadt und drunter stand dann Chemnitz den 2.10.1990. Also einmal Karl-Marx-Stadt und einmal Chemnitz drauf auf dem Brief. Zur Wende
hat mein Vater noch, da hat er noch gelebt, hat er einen Rückübertragungsantrag gestellt, dass er seine Betriebe praktisch wiederbekommt. Und das war dann nur auch ein Kampf mit der Treuhand hin und her, her und hin. Auf alle Fälle, mein großer Bruder hat dann auch mitgemacht, so, und da hat er dann diese drei Betriebsteile und Grundstücke wieder erhalten. Aber in einem nicht funktionierenden leeren Zustand. Also vorher haben sie enteignet mit einem florierenden Betrieb. Dann hat er zurückbekommen, alles wirtschaftlich niedergeritten, alles kaputt. Er hat seine Genugtuung gehabt und hat schon früher mal gesagt, ich bekomme Recht, ich kriege meine Betriebe wieder. Und die Mauer fällt, das hat mein Vater schon zu DDR-Zeiten immer gesagt. Das hat er noch mit erleben dürfen. Da ist er dann 1991 mit 68 Jahren gestorben. Da stand ich dann da als junger Kerl. Also ich muss sagen, mein Bruder hatte einen Betriebsteil gekriegt und ich war mit meinem Vater zusammen in Buchholz, in den Hauptbetrieb, also in den elterlichen Betrieb da. Und da hatten wir 25 Mitarbeiter. Mein Bruder hatte 25 Mitarbeiter. Und wo mein Vater dann, da ist er innerhalb von einer Woche weg gewesen, da stand ich dann als 22-jähriger, 23-jähriger Schnösel und hatte 25 Mitarbeiter. Und das war mein schwerster Gang, war das dann, zu den Leuten zu gehen, zu sagen, hier, guten Tag, guten Morgen, mein Vater ist gestorben. Also das müsste sie 25 Mal hintereinander sagen. Und damals war das ja auch noch, die Wände waren und alles, die Leute, die waren alle, denen war das alles im Prinzip egal, denen ging es ja nur jedem das Seine. Ja, so. Ja, es war eine verrückte Zeit. Da hat dann mein Bruder gesagt, weißt du was, komm, wir machen zusammen hier. Das war ja früher schon eine Firma. Und warum soll ich da und du da? Und mein Bruder war auch ein bisschen erfahrener dadurch. Ja. Weil er nicht ein bisschen älter war. Und da haben wir in Annaberg auf der Gabelsberger Straße, wo er die Firma hatte, da haben wir das alles verlagert in einen Betrieb. So, und da war ich dann mit meinem Bruder zusammen. Haben dann auch weiter Formbau betrieben, Kunststoffverarbeitung und Graviertechnik. Mein Bruder hat auch zwei Kinder und einen Sohn, Tochter. Der Endkonsequenz heißt ja auch immer, die Kinder kommen ja dann auch irgendwann mal in den Betrieb. Und da haben wir uns mal zusammengesetzt und haben gesagt, weißt du was, wenn jeder seins macht, ist vielleicht doch besser. Wir können ja trotzdem gut zusammen hantieren, aber manchmal geht sowas schief, wenn dann noch Kinder mit reinkommen und dann gibt es Streit. Ja, ne? Gemeinschaft. Ja. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich sage, dann mache ich mich wieder in den ursprünglichen Fußstapfen meines Urgroßvaters, mache ich mich rein. Und da habe ich mich dann also im Februar 1995 selbstständig gemacht. Und war erst in Annaberg hier bei meinem Bruder, habe ich da so Räumlichkeiten angemietet und habe da eben meine Gravierwerkstatt, Graviertechnik angefangen und habe eben dann alles, was zu gravieren geht, von Trauring über Schmuckgravuren, über Zinnsachen, über Schilder aller Art, Stahlstempel, Pokale, also alles, was mit Beschriften zu tun hat, habe ich dann gemacht so, und das mache ich noch bis heute. Ich habe dann nochmal im Jahr 2001 bin ich umgezogen und bin dann in diesen Betrieb umgezogen in Tannenberg, was mein Vater auch hatte, diesen Betriebsteil. Durch dass mein Vater gestorben war, hatten wir eine Erbengemeinschaft. Und das ist dann alles ordentlich auseinanderklappaust worden und ich hatte das Grundstück in Tannenberg bekommen. Und da habe ich gesagt, warum soll ich Miete bezahlen hier in Annaberg? Ich gehe nach Tannenberg, da bin ich gleich vor Ort, brauche keine Miete bezahlen und ja. Ist zwar ein bisschen abseits vom Schuss, also es ist nicht direkt an der Stadt, sondern es ist ein bisschen außerhalb. Die Leute wollen ja alle zu Fuß oder möchten mit dem Auto möglichst bloß kurz hinfahren, weil zu mir müssen sie ein bisschen weiter wegfahren. Mhm. Aber da ich ein seltenes Gewerbe habe und bin hier der Einzige weit und breit, kommen die, die was wollen, die kommen. Ja, ja und da führe ich die Firma bis heute. So. Der technische Fortschritt und so weiter. Es geht immer weiter. Immer neuere Fertigungstechnologien werden erstellt, also speziell in meiner Branche. Was ich nach der Wende habe ich viel Firmenschilder graviert und so weiter. Dann kommt langsam die Werbetechnik. Die Werbetechniker, die haben dir dann auch mit ins Handwerk rein gelangt, indem die eben mit Plotter, Folie drauf auf ein Plastikschild, zack, weg, kostet fast nichts. Aber erstmal ein Schild. So. Und dadurch ist dann diese Wertigkeit der Gravur, das ist ja nur schon ein bisschen was. Wir haben, wenn du sagst, ich mache jetzt ein Messingschild, ein Türschild für jemanden, das hast du im Prinzip, bis du tot bist. Aber wenn du hier so ein Plastikschild oder so, das machst du weg, irgendwann mal fällt die Folie ab oder verschrumpelt das und dann sieht das nochmal schön aus. So. Aber das ist eben der Trend der Zeit, es darf alles nicht kosten, es muss alles schnell gehen, dass du dann in mein Gewerke mit reinhauen. Ja?
Oder jetzt gibt es auch Laser, wo sie mit dem Laser irgendwelche Beschriftungen machen. Das hält nicht lange, das die Schmuck wird drauf gelasert. So. Irgendwann mal kommen die Kunden dann zu mir und sagen, oh, können wir das mal nachgravieren, das ist fast weg hier. Ja, ich sag, geht schlecht, weil ich kann ja nicht in der, was eine Maschine gemacht hat, da kann ich, also jeder Gravier hat eine andere Schrift, wenn ich das jetzt mit der Hand graviere. Das ist erstmal so der Werdegang. Ich bin aber trotzdem noch, dadurch, dass ich auch mit Autos zu tun hatte, ist noch mein kleines Standbein. Ich handle auch noch ein bisschen mit Oldtimer-Fahrzeugen. Das macht auch ein bisschen Spaß. Vor allen Dingen, wenn man was wieder herrichten muss, oder also es ist schwierig, was herzustellen, dann bringt man meinen Beruf die Vorteile. Wenn sie knifflige Sachen sind, dann machst du Gedanken, oder wie machst du aus irgendwas, dass das wieder schön aussieht, mit wenigen Handgriffen. Ja? Und da freut man sich dann am Ende über das Ergebnis. Und es ist auch so, zu mir kommen eben auch viele Kunden, die werden von anderen Firmen geschickt. Das kriege ich dann erst im Nachhinein mit. Ja, wir haben hier eine Taschenuhr. Und da muss was eingraviert werden. Ja, sag ich, ja, das geht schon so. Wir waren nämlich erst bei der Firma so und so. Die aber gar kein Gravierbetrieb sind. Mhm. Die haben dem bloß die Uhr verkauft. Die gravieren aber auch. Das ist eben das Nächste. Früher, da sind sie zum Gravier gegangen. Heute versuchen viele, das auch mit abzudrücken, um Kosten zu sparen. Was auch verständlich ist. Aber dadurch leiden eben solche alten Gewerke. Wo du, also du hast einen Meister da drauf und andere, die kaufen sich irgendeine Maschine, kriegen für einen Heimtag eine Kurzeinweisung und dann krachen die irgendeine Schrift drauf, irgendwo auf dem Gegenstand. Die wissen nicht von goldenen Schnitt, wenn du das anguckst, dass die Schrift nicht nach unten fällt, die krachen das drauf. So, ich sehe das gleich, so, das sieht aus. Ne? Aber ein normaler Mensch, der sagt, das ist mir egal, Hauptsache es kostet nichts oder es ist gleich mit dabei, den stört es nicht. Ja? So, und da geht eben auch viel krachen an der Qualität und die Leute, die wissen das gar nicht mehr zu schätzen, was Qualität ist, finde ich. Ja? Das ist das große Problem eben auch bei mir, in meiner Branche. Wir haben früher viel Elektrobetriebe, die hier Kennzeichnungsschilder gebraucht haben, Vertraufungsstationen und so weiter, die ganzen hier Schalter ein, Schalter aus und Notschalter und so weiter, gravierte Schilder, ja? Ganz normal. So heute, da kommt der Elektriker, der hat irgendwie einen Dacker hier, da kommt du darfst drauf drücken, da kommen die Buchstaben raus und das ist so ein Klebestreifen, wird da drauf gepatscht. Wie lange der da drauf ist, das ist erstmal nicht eine Rolle. Hauptsache, sagst du mal was drauf. Den Fall habe ich auch bei mir gehabt selber. Ich hatte hier Garagen, da müsste ein Zähler gewechselt werden. Da haben die den Zähler gewechselt und haben dann die Zählerstände, die alten und die neuen Zählerstände, musst du ja notieren, damit du weißt, was war der alte Stand, was war der neue Stand. Haben die gleich mit dem Wasser, mit dem Filzer hier, Edding, haben die das draufgeschrieben. Ja gut, ich meine, habe ich gedacht, ja, ist okay. Die Stände wollte ich mal notieren, komme nach 14 Tagen, mach die Türen auf und den Schaltschrank. Ich denke, was sind denn das hier? So, bei welchen die Schrift komplett weg? Wie mit Dittenkiller. Weißt du, was war? War eine Nacktschnecke drin in den Stromkasten. Und die Nacktschnecke ist über da drüber gekrochen und das war wie weggekillert. Auch gut zu wissen. Kuriose Sachen, was habe ich erlebt? Ich habe mal Trauringe, zu DDR-Zeiten Trauringe graviert mit der Hand. Jetzt heutzutage habe ich auch eine Maschine. Die stellst du ein und so, aber es ist kein Computer, aber da kannst du auch Ringe gravieren. Es muss ja schnell gehen, darf ja auch nicht zu viel kosten. Aber zu DDR-Zeiten hast du das alles per Hand graviert. So, da hast du den Ring genommen und hast das hier reingeschrieben, die Schrift, und hast dann hier mit dem Stichel, hast du das rausgefutzelt, die Schrift, ne? Reingraviert. So. Und da hat man mal Kundschaft gehabt, die Ringe. Ja, hier sind die Ringe, die haben die genommen. Und dann hat die gesagt, und, wo ist denn das Gold? Ich sag, was ist denn für Gold? Ja, sie haben doch das rausgemacht, ja. Sie haben doch die Schrift reingraviert. Ja, ich sag, das ist so wie Flehehiden. Ja. Das konnte ich gar nicht verstehen. Und da habe ich mir dann den Spaß gemacht und habe gesagt, weißt du was, wenn ich Trauringe graviere, hatte ich einen Tisch, habe ich ausgelegt mit Papier und dann hat dann die Ringe graviert. Und dann habe ich das Bild so genommen, habe es zusammengeschüttelt und habe dann in so einen Deckel rein, habe ich gesammelt. Da hatte ich so ein Marmeladenglas, da war ein Plastikdeckel und da habe ich dann immer Striche gemacht, immer für ein paar Ringe. Da hatte ich bestimmt 50 Paar Ringe graviert. Da war so viel Gold drin, als wenn du dir den Fingernagel vorne abschneidest, die Kuppe. Da war mehr Staub dabei. Ne? So klein sind die Spänen gewesen. So haben eben die Kunden gedacht, ich wäre hier steinreich, wenn ich hier das Gold sammle. Eine neue Idee, ja. Ja, ja und bei mir ist so, ich habe zwar zwei Kinder, einen Ziehsohn und eine Tochter, die sind auch alle selber, haben einen Handwerksberuf. Also der Große ist
Handwerksmeister im Kraftfahrzeuggewerbe und meine Tochter lernt Friseurin. Die wollten auch ins Handwerk, die wollten auch was mit ihren Händen schaffen. Mhm. Meine Tochter, die hat zu mir gesagt, Papa, ich mach mal deine Firma weiter. Und da habe ich zu ihr gesagt, du mach lieber das, was deinem Herzen rauskommt. Weil ich muss sagen, mein Beruf ist ein Beruf der aussterbenden Art. Das wird irgendwann mal keiner mehr machen. Das wird vielleicht mal in 100 Jahren, wird mal einer wieder draufkommen und sagen, Mensch, gab doch mal Graveure. Wie haben sie die das gleich gemacht? So, hä? So, und da wird dann wieder geforscht, wie das gemacht worden ist. Also, das ist leider so. Mhm. Ich habe den Beruf gelernt, da gab es verschiedene Richtungen des Graveurs. Es gab Maschinengraveurs, es gab Handgraveurs, es gab Reliefgraveurs. Und mein Vater hat zu mir gesagt, du lernst Reliefgraveur. Reliefgraveur ist praktisch so wie Schnitzen. Also, man muss sich vorstellen, da hat man Meißel, hat man Stichel, hat man Bunsen und dann musst du praktisch dieses Gebilde da in das Material reinmeißeln, also teilweise spiegelverkehrt, also wie Schnitzen halt, so Relief. Ne? Mhm. Und er hat gesagt, du bist ein Maschinengraveur, sagt er, das kannst du immer lernen. Und da hat er auch recht gehabt und das hilft mir heute auch sehr weiter, weil ich kann ja mit meinen Händen noch, wenn jetzt Kundschaft kommt, die eben woanders nicht geholfen bekommen, kann ich das machen. Mhm. Ne? Das andere, das kann jeder. Also eine Maschine bedienen, Knopf drücken und ein bisschen was eingeben, das geht halt. Und sagen wir mal so, wenn es jetzt mal Puff machen würde und der Strom wäre weg mal vor etliche Zeiten, die sogenannten Fachleute, die wissen nicht, wie sie jetzt weiter arbeiten müssten, ja? Wenn die Maschine nicht geht. Gibt es dann noch viele, die den Beruf machen? Weil ich glaube, die sind auf jeden Fall auch der erste Gravurmeister. Mhm. Und ich habe es bisher, glaube ich, auch noch nicht so oft gesehen oder gehört, glaube ich. Ja, gibt es ja jetzt in Deutschland, glaube ich, gibt es zwei Berufsschulen. Eine in Solingen noch. Wird noch ausgebildet? Ja. Eine in Solingen und eine noch, die in Arnstadt. Ja, ich habe einen Obermeister in Chemnitz, ich habe einen Berufskollegen, da ist jetzt schon Rentner, mit dem habe ich Meisterschule gemacht, der ist in Pöhler. Also wir sind, der nächste ist in Döbeln, also wir sind wirklich nur noch ein paar, unsere Innung, unsere Chemnitzer Innung, wir sind 7 Mann oder so. Mhm. Ja. Mein Gewerke, das ist schon langsam ein Gewerke, was in Luxus geht. Oder das Internet, das macht eben viel kaputt, da wird eben viel angeboten. Du kannst eben ein Schild oder so ein Feuerzeug, sagen wir mal, ein Zippo-Feuerzeug kaufen, da ist die Gravur gleich inklusive. Ja. So, wie das dann aussieht, das kommt dann an, sieht so, aber Gravur ist kostenlos dabei, dann gehen wir dorthin. So. Man muss ja auch bedenken, ich habe ja auch wie bei mir gleich noch ein bisschen so einen kleinen Laden dran, wo ich auch so Verschiedenes mit anbiete, so, wenn jemand kommt hier, Zinteller oder Pokale oder Schilder oder sonstiges. Du musst heizen, du brauchst das Gebäude, das kostet dich alles Geld. Dann teilweise die Beratung noch so. Aber die Leute sind eben heutzutage emotionslos. Die setzen sich am Rechner rein, gucken. Ach, da fahren wir auch schnell dorthin, dann machen das gleich so. Egal, wer das macht. Und das ist das Schlimme. Und das Schlimme ist auch, dass die vor, ich weiß nicht, 10 Jahren, da haben die eben die Meisterpflicht sehr reduziert. Und da ist auch mein Gewerke mit drunter gefallen, dass die eben das gestrichen haben. Da graviert jeder Schlüsseldienst, da graviert Schilder. Ja, und da hast du eben viele, die dir da ins Handwerk pfuschen. Und dann kommt eben auch kein Nachwuchs mehr nach. Weil eben, wenn keiner einen Meister hat, kann er auch keine Lehrlinge ausbilden. Ja. Meine Tochter, ja, die lernt jetzt Gravur. Ich habe zwar gesagt, weißt du was, du kannst vielleicht Goldschmied lernen. Und ich lernte dann noch das mit den Gravur. Da hast du wie zwei Berufe. Mhm. So, aber wir haben den einzigen geografischen Nachteil, wir sind hier im Erzgebirge, im oberen Erzgebirge. Das sieht nicht ganz so gut aus. Wenn du da in Wien bist und du gehst durch die Straßen, da hast du überall polierte Messingschilder dran. Das sieht alles ordentlich aus, wenn du das siehst. Das macht da was her. Ne? So, bei uns hier, da malen sie die Schilder mit der Hand. Ist halt so, das ist halt schwierig. Mhm. Ja? Wiederum, ich liebe meinen Beruf, da macht Spaß. Ich kriege verschiedenste Sachen halt, wo man auch mal eine Herausforderung hat, wo andere schon aufgegeben haben. Und das tut mich dann gerade reizen. Und wenn du das dann fertig hast und kriegst so, wenn du was restaurierst, alte Sachen. Ja, da kommen ja welche mit alten Taschenuhren oder alte Zinngegenstände, wo du wieder was machen musst dran. Das macht dann Spaß. Ja. Das Problem ist eben dann eben, jetzt sagen wir mal, jetzt hast du jemanden, den bildest du aus. Hättest jetzt einen Geselle und so und jetzt kriegst du so einen Familienabstieg. Und sagst du denn hier, mach mal das. Wenn das dann schief geht, ne, da kannst du nicht sagen, ich gehe jetzt raus und schneide ein Stück Material ab. Und das ist einmalig. Ne? Ja, na gut. Und was man mit meiner Nachfolge sein wird,
Das weiß ich nicht. Kann sein, meine Tochter, die findet meinen Mann da vielleicht aus der Metallbranche ist und sagt, oh geil, das mache ich. Mache ich extra noch mit. Und ich weiß es noch nicht. Ne? Aber ich hätte auch kein Problem, jetzt zu sagen, ich schließe einen Schlüssel rum, wenn ich Rentner bin. Und dann war es das. Weil auf die vierte Generation, da gibt doch keiner was drauf. Also das ist zwar leider schlimm, aber am Ende, was soll ich? Was will ich denn machen? Ne? Nun ist Andreas Müller dran, der Dachdecker, der den elterlichen Betrieb in fünfter Generation führt. Nach einem schweren Unfall brauchte er, um wieder auf die Beine zu kommen. Aus Überzeugung und Enthusiasmus für seinen Beruf boxte er sich durch. Seine größte Aufgabe besteht darin, den Nachwuchs für sein Handwerk heranzuziehen. Mehr von seinem Leben und Berufsweg erfährst du jetzt. Grundsätzlich hat er den klassischen Weg gewählt, 79 Lehrer bis 81, 83, 85 Meisterstudium. 97 habe ich den elterlichen Betrieb übernommen. Mhm. Der elterliche Betrieb wurde gegründet 1887, also mittlerweile, ich bin der fünfte Generation. Wenn man die Jahre mal zurückverfolgt, wird immer schwere Zeiten geben und es wird immer bessere Zeiten geben. Wenn man sieht, meine Vorfahren, wie sie sich im Krieg das Geschäft zumachen, durchschlagen mussten. Oder zu DDR-Zeiten die große Enteignungswelle. Die selbstständig waren, hatten eigentlich keine Zukunft mehr. Dann gab es natürlich, wir sind langsam in das Auto gekommen, wollten einen Beruf machen und das sagten die Eltern, braucht er nicht machen, ihr als Handwerker habt in dem Staat keine Zukunft mehr. Das hat sich dann glücklicherweise wieder geändert, weil sie gemerkt haben, wenn wir alles verstaatlichen und alles platt machen, die Eigeninitiative untergraben, dann funktioniert das nicht. Wir sind ja alles klein und Kleinstbetriebe, ja, ist es ja nicht. Aber trotzdem haben die eine enorme Leistung auch für die Bevölkerung gebracht. Ob das dann Bäcker, Fleischer oder was auch immer, also ohne den geht es halt nicht. Und so war es natürlich, das hat der Staat dann begriffen und dann hat er die Gesetze, die er vorher so rigoros durchgesetzt hat, wieder gelockert. Beruflich, muss man sagen, sagte ich schon, ist es auch immer mal mehr und mal weniger gut gegangen. Beispielsweise bei mir, ich habe 2006 einen Unfall gehabt, bin vom Gerüst gestürzt, war über ein Jahr krank. Also dort wieder auf die Beine zu kommen, braucht man mit Sicherheit viel Energie und Enthusiasmus. Aber das Motto ist eigentlich immer, aufgeben zählt nicht. Wenn man einmal dort dabei ist, dann gibt es nicht groß hin und her, wenn schwierige Zeiten kommen, die sind zu meistern. Ne? Ich bin verheiratet, hab zwei Kinder, eine Tochter, die studiert in Passau, ein Sohn, der hat seine 10. Klasse zu weg, hat auch Lust, aber im Augenblick steht vor ihm erstmal was anderes im Vordergrund. Er ist Sportler mit Leib und Seele, er macht Rennrodeln, ist in der Sportschule in Oberwiesenthal und ist auch schon mehrfacher deutscher Meister geworden. Also er hat den C-Kader-Status. Also muss man wirklich sagen, wahrscheinlich als Betriebsintendant, als Dachdecker muss ich noch ein bisschen auf ihn warten. Aber sonst Betriebsgröße. Ich habe 3 Gesellen. Wir müssen natürlich, unser großes Problem ist auch Nachwuchs ranziehen, aber ich habe einen Lehrling, ab September stelle ich einen 2. Lehrling ein. Deshalb, wir können bloß so gut sein, auch für die Zukunft. Wir vermuten mal, Arbeit gibt es, aber wir müssen natürlich die entsprechenden Mitarbeiter haben. Und die ist eine große Aufgabe, damit wir die ranziehen. Es ist nicht immer einfach, wir werden hier alle in der Runde bestätigen. Also man muss natürlich auch Tiefschläge dort wieder wegstecken, auch was mit den Lehrlingen nicht funktioniert. Aber ohne Zukunft oder ohne Jugend in unseren Betrieben mit heranzuziehen, wird es keine Zukunft geben. Ne? Das ist schön, sagt er schön im Betrieb. Uns war es vergönnt, 2012, 125 Jahre Betriebsjubiläum zu feiern, gab es auch wieder Wärmungstropfen. Mein Vater, der das Geschäft immer mit aufgebaut hat, konnte leider nicht mit
dabei sind, weil er im Krankenhaus lag. Aber ich sage mal, sonst war das schon auch ein Höhepunkt in unserem Geschäft. Und ich sagte ja schon, auch früher gab es Probleme. Wenn ich an meinen Opa denke, der ist mit 50 Jahren an Muskelschwund gestorben. War damals auch so. Und man muss schon sagen, die Sportler waren das alle. Die haben beispielsweise, man sagt sich heute, du bist auch verrückt gewesen, die haben auf dem Schornsteinkopf, auf dem Essenkopf, haben die einen Handstand gemacht. Also, und man sieht manchmal, wenn sie an Kirchtürme ganz steile Dächer dort, da gibt es besondere Vorrichtungen, wo sie diese Arbeiten eben ausgeführt haben. Und da gab es auch damals schon leider auch doch Unfälle. Heutzutage muss ich sagen, früher hieß es ja der Schieferdecker. Mhm. Mittlerweile hat sich das aber im Laufe der Zeit richtig gehend gewendet. Jetzt heißt es der Dachdecker. Unsere Aufgaben sind sehr, sehr vielseitig. Ob man dort sagt, die Kunden, die an uns herantreten, die wollen nach Möglichkeit vieles in einer Hand haben. Und wenn man auf dem Dach aufgebraucht und beispielsweise, um das neu zu machen, muss man Gerüst stellen. Mhm. Dann gehört nicht bloß den Schiefer oder das Bedachungsmaterial, dann gehört die Entwässerung dazu. Blechleistung. Und ein Dach besteht nicht bloß aus Schiefer, da gehört auch Holz dazu oder Beton dazu. Deshalb geht es auch schon in die Richtung Zimmerei rein. Mhm. Mittlerweile ist auch, wir kennen wirklich auch als Dachdecker stolz sind. Wir haben hier in der Nähe, in Bad Schlemann, haben wir das Landesausbildungszentrum. Also von Gesamtsachsen. Dort werden von den Lehrlingen über den Meister alles ausgebildet. Und wenn man sich diesen Komplex dort ansieht, also da kann man wirklich in Hut ziehen, auch wie umfangreich heutzutage unsere Lehrlinge ausgebildet werden. Ob das dann in Isolierung, in Abdichtung, ob Gerüstbau, ob Klempner, Dachdecker, das Herkömmliche, was immer so ist, aber die Vielfalt ist unwahrscheinlich. Hat natürlich nicht nur Vorteile, sondern sicherlich muss man in sein Gewerk eine gute Ausbildung und auch Leistung. Aber mittlerweile ist in den Betrieb oder wenn man den Betrieb leitet, ist nicht nur das gefragt. Also man muss Umgang mit den Menschen haben, man muss auf den Kunden zugehen können und seine Wünsche, die stehen an oberster Stelle. Im Großen und Ganzen, wir sagen immer, egal in welchem Sparte wir sind Dienstleister. Dienstleister am Kunden. Bei uns speziell nur mehr auf die Häuser, aber die haben ja auch einen Eigentümer. Na, Sie haben kurz erzählt, dass Sie, glaube ich, 2006 einen schweren Unfall hatten. Ja. Mich würde interessieren, sind Sie ja selbstständig, wie Sie das überlebt haben? Also auf der einen Seite natürlich das Medizinische, aber viel wichtiger ist, wie haben Sie es geschafft, dass Ihre Firma nicht den Bach untergeht? Richtig. Also ich hatte das große Glück, diesen Zeitpunkt meine Eltern mitzuhaben. Die haben den Betrieb mitgeleitet. Natürlich auch in der Familie. Meine Frau musste auch vieles noch mit zuspringen. Wenn das nicht gewesen wäre, und die wichtigste Sache ist natürlich immer die finanzielle Sache, wenn die nicht funktioniert, kann der Betrieb noch so gut sein, kann er ganz schnell in den Bach runtergehen. Also dort ohne meine Eltern und ohne meine Frau und meine Familie, die wirklich zusammengegriffen hat, wäre das nicht der Fall gewesen. Also die Familie, die geholfen hat. In der Familie wird, egal wo man sagt, wird sehr viel abgefangen. Ja, nach wie vor. Ja. Okay. Glücklicherweise muss ich sagen, seit meiner Einschätzung, 2, 3, 4 Jahren, wird wieder mehr Wert, ob das von der Politik ist oder auch von vielen anderen, aufs Handwerk gelegt. Denn es ist jahrelang, muss man wirklich sagen, vieles versäumt worden. Ich denke, ich kann aus Erfahrung sprechen, ich bin ehrenamtlich 25 Jahre in der Politik im Stadtrat von Albrecht-Buchholz mit tätig und da hat man seine Erfahrung gesammelt. Also wie schwer das ist, wir leiden alle unter Bürokratie und. Wir sagen immer, es ist wie bei den Ärzten, zu den eigentlichen Aufgaben, was unsere Aufgabe ist, ist es als Geschäftsführer oder als Inhaber immer schwieriger, dort noch tätig zu sein. Es sind ringsum zu viele Dinge notwendig, damit sich der Laden dreht, ist unser Problem. Also Sie sind sozusagen Zwangsmanager geworden, wenn ich das so zusammenfasse. Das habe ich so von so vielen Seiten jetzt gehört, so in so einem verwaltenden Aspekt erdrückt Sie. Richtig. Anstatt eben auf dem Dach zu sein oder... Also
man sagt immer, wir sind immer noch irgendwo, alle Handwerker sind froh und brennen für unseren Beruf. Ja. Aber es gehört insgesamt viel, viel mehr dazu. Und wenn wir in unserem Beruf handwerklich tätig werden können, dann sind wir meistens glücklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Falls ja, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Noch mehr Handwerksgeschichten findest du in unseren Broschüren, die du kostenlos auf unserer Webseite herunterladen kannst und jeden Dienstag hier als Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit Handwerkerinnengeschichten aus Chemnitz. Bis bald und tschüss.